Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted, Drake's Schicksal, und wir machen wieder weiter. So, wir haben in der letzten Partie aufgehört und wir müssen jetzt hier runter. Kannst du mir sagen, was zum Teufel los ist? Drake wollte den Schatz nicht hier wegschaffen, Sully. Er wollte sicher gehen, dass er hier bleibt. Was? Er ist verflucht oder so. Oh nee, um Himmels Willen. Na gut, verflucht kann ich mir auch sagen. Du musst mir einfach vertrauen. So. Mal gucken. So, gehen wir erstmal hier runter. So. Schatzsucher, Neuling. Ja, würde ich auch sagen. Aber man kriegt hier sehr viele Trophäen, muss ich echt sagen. Also schon sehr viele. Und da mal gucken. Dass ich auf alles vorbereitet bin. Weg mit den Waffen. Da rein. Keine Dummheiten, bitte. Oder sie wird sterben. Gut. Nun entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da. Wie großartig. Ein Meisterwerk. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist nur eine Hülle. Der wahre Reichtum von Eldorado liegt im Innern. Öffnen Sie es! Wenig Fantasie. Mach ihn, Lorin! Mach ihn, Lorin! Navarro, das Ding hat eine ganze Kolonie ausgelöscht. Du weißt nicht, was du tust. Falsch. Ich bin der Einzige auf dieser Insel, der überhaupt weiß, was er tut. Cague la statua. Cuidado! Ihr seid einfach nur blind. Alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer? Levantalo! Okay. Okay, auf geht's. Müssen ihn jetzt schnell folgen. Hä? Lol. Das kam jetzt unüberschlagt. Ich kann da einfach runterspringen. Das wird doch nicht so viel Fall. Okay, wir müssen so runter. Dafür, dass er mir helfen sollte, hilft er aber ganz schön wenig. Auf geht's. So, komm schon. Jetzt darüber. Ich hab keine Munition mehr. Ich weiß, dass er abhaut, aber... ein bisschen mehr Munition, weil Schrotflinte ist hier sehr gut gefragt. Okay.
Ja klar. Hey, wie soll ich das denn schaffen? Okay. Dafür, dass er... Ja klar. Hä? Leute, wie schafft man das denn bitte schön? Er soll uns wenigstens mal helfen. Ja klar. Hä? Irgendwas mache ich falsch, Leute. Irgendwas mache ich falsch. Aber was mache ich falsch? Egal. Okay, gut, ich hab's geschafft. War bis jetzt schon sehr schwer, muss ich sagen, also... Na klasse, jetzt ist der Pilot auch noch ausgeschaltet. Auf geht's. Es geht wieder weiter. Kapitel 2, Showdown. Ich würde sagen, das ist der letzte Part. Ja, also, glaube ich. Wow. Vielleicht letzter Part, ich weiß es ja nicht. Ja klar. Mist, ich hab kein Sturmgewehr. Gibt's ja nicht. So, einer schon mal down. Zwei sind schon mal down. Sehr gut. Nehmen wir lieber die Waffe. So, jetzt kriegen wir das schon irgendwie hin, Leute. Ich habe mir jetzt aber ein gutes Gefühl. Warte. Sehr gut. So. Super. Das war knapp. Okay, es sind jetzt noch zwei Gegner mit uns frisch. Natürlich habe ich hier von keine Funktion mehr. Nein! Alter! Tut mir leid, Leute, aber das kann echt nicht sein, dass ich jetzt hier hängen bleibe. Ja. Der Showdown ist total blöd, weil deine
Sniper hat und ist nicht. Das ist natürlich ein bisschen das Blöde, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Konzentration, dann kriegen wir das hin. Warten. Sehr gut. So, nochmal. Nochmal das Ganze. Das war nicht schön genug oder so. Ich schneide wieder. Sehr gut. Oh, jetzt kommen die ganzen anderen. Das ist voll blöd, wenn er immer nachladen muss. Einer schon down. So, jetzt wird noch einer. Jetzt aber. Oh, du hast schon sagen. Das war knapp. Du bist tot. Super. Sollen wir hier schnell nachladen nochmal? Jetzt haben wir so viel Schuss gerade. Das ist richtig gut. Weil die brauchen wir nämlich. Brauchen so viel Schuss, wie es geht. Nein! Ach, Mann. Wenigstens muss ich hier, ja klar. Sehr gut. Ist er da. Sehr gut, hab ich's. Warten nochmal. Das war knapp. Warte, warte, warte. Hab ihn. Sehr gut. Boah. Okay, jetzt aber schnell folgen und Munition mitnehmen. Oh mein Gott. Also, jetzt habe ich total den, ja, den Fail-Flow. Du entkommst mir nicht mehr. Komm schon. Nein, Elena, nein. Na, klasse. Oh nein, und jetzt? Ja klar, stimmt ja, der schießt ja dreimal. Ist jetzt nicht mehr hin. Du bist tot, Drake. Ich hab dich. Okay, kriegen wir hin, Leute. Geht doch. Mann, war das schwer. Also das Schwickler-Event war einfach sehr schwer. Muss ich echt sagen. Schon. Sehr gut. Bitte fall runter, bitte fall runter.
Dann nutzt es ja mit dem Schatz auch noch. Angel ist ja besiegt. Der war nicht einfach, Leute. Der war echt nicht einfach. Oh Mann. Oh. Hey. Was für ein Tag. Ja, ja, Welt gerettet, das Böse besiegt. So wie immer. Wirklich? Ja, schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Naja, weißt du, ich konnte eine Kleinigkeit retten. Hier, ich dachte, das vermisst du vielleicht. Danke. Ja. Ihr habt vielleicht eine Vorstellung von Romantik? Sally! Wow, du siehst scheiße aus. Und die anderen erst. Hab ein Boot. Wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier finde ich besser. Oho, ganz schön viel Schatz. Sally, du bist ein verdammter Teufelskerl. Oh. Die Piraten, von denen ich's hab, brauchen es bestimmt nicht mehr. Ah, war doch gut. Tut mir leid wegen deiner Story. Oh, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei. Ja. Ist eine Story. Aber wir haben mal sozusagen eine geile Story gespielt. War cool. Ja, wirklich echt cool. Ja. Dann würde ich sagen, Leute, beende ich das Projekt auch schon. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Es war echt ein hammergeiles Spiel, auch sehr schwer am meisten am Ende. Und die Rätsel waren auch nicht so einfach. Ich weiß noch, irgendwo so eine Höhle waren wir. Da war auch so ein sehr schwieriges Rätsel. Und ja, Leute, wenn es euch natürlich gefallen hat, mein Projekt, gerne einen Daumen oben geben. Und bis zum nächsten Projekt von mir, von Solius von Lanchisch.